Aber ich weiß immer noch nicht, wofür ich die hier brauche. Vielleicht muss ich damit unten in dieses Ding einsteigen. Wir haben ja rausgefunden, uns fehlt noch ein Runenblatt, das hier unten drunter ja anscheinend auch noch was versteckt ist. Und erst noch die Runenseite. Ist mir gerade wieder eingefallen. Oh nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier nach unten. Wagenhebergriff, aber das hilft uns ja alles noch nicht weiter. So schnell. Also, wobei vielleicht hat sich da jetzt dann auch wieder eine Szene geöffnet. Weil wir ja quasi einen Grund haben, dahin zu gehen. Wir gucken mal. Ja, die zum Beispiel hat sich auch wieder geöffnet. Okay, sehr gut. Eine Taschenlampe. Brecheisen, Tennisball, Trichter. Trichter. Der Tennisball war genau, der war hier irgendwo. Das ist mir aufgefallen beim letzten Mal. Hahnlupe, Ente. Ente? Hahn. Ja, so ein Hahn nämlich, ihr gemeinen. Lupe. Mörserstiefel, Pfeife. Mörser. Stiefelpfeife, Schlüssel, Schachbrett, Taschenlampe. Schlüssel. Schlüssel, Schachbrett, Stiefelpfeife. Schlüssel. Ein Schachbrett. Das ist doch wieder irgendwas Gemeines, das Schachbrett. Schachbrett, Stiefel, Pfeife. Stiefel muss ich doch finden. Pfeife habe ich wieder Angst, dass es wieder ein Rohr ist. Hilfe. Aber den Stiefel, den hatte ich doch, glaube ich, sogar schon in der letzten Szene irgendwo gesehen. Ah, hier ist das Schachbrett. Stiefel und Pfeife. Hier ist die Pfeife. Jetzt brauche ich nur noch Stiefel. Auf dem Tisch ist er wieder erwarten nicht. Das sieht die ganze Zeit aus wie Stiefel, aber... Hier ist ein Schuh? Ah, okay. Das ist kein Stiefel, es ist ein Schuh. Ein Radkreuz! Oh, warte. Was war damit? Ah, damit können wir auch weiter bei den Autos. Dann sollten wir nämlich jetzt hier was machen können. Wahrscheinlich muss ich es erst losschrauben, ne? Rührt sich nicht, die Mutter ist zu rostig. Ah, verdammt. Aber hier gibt es doch bestimmt Öl. Topfhandschuh, Radmutter, Buchstabe M. Den habe ich gesehen. Boomerang, Rahmengürtel. Radmuttern, 3 Stück. Okay. Ich hatte Angst, dass das komplizierter wird. Boomerang, Rahmen, Gürtel, Brieftasche. Gürtel. Rahmen ist halt auch wieder. Das ist ein Bilderrahmen. Pinsel, Feder, Tasche. Sieht aus, als hätten die da einen Poverty Maker. Pinsel. Ah, Tasse, gar keine Tasche.
Ich blöde Nuss-Tasse. Sonnenbrille, Brieftasche. Feder, Bumerang. Okay, Rahmen und Bumerang fehlen uns jetzt noch. Rahmen und Bumerang. Ey, so ein Bumerang? Rahmen könnte halt hier überall an jedem von diesen Eckschränken irgendwie dran sein. Jeder davon kann ein Rahmen sein. Oder so ein Fahrradrahmen? Ne, ist ja ein Reifen, kein Rahmen. Ein Bumerang. Na, ich will mal nicht so sein, vielleicht finde das eine zum anderen. Da haben wir den Bumerang und den Rahmen. Weil irgendwie die letzten zwei Sachen, die mir dann fehlen, die sind total oft beieinander. Ich weiß auch nicht warum. Okay, Radmuttern sind aber nicht, was ich brauche. Ich brauchte Öl, aber vielleicht hier oben? Hier hatte ich nämlich, glaube ich, hatte ich hier Öl gesehen? Nee, Frisbee. Eine Kappe. Spielzeugauto, Benzinkanister. Ah, da brauche ich einen Benzinkanister, den kriege ich hier. Also langsam kriegen wir die ganzen Sachen, die wir brauchen, um mit dem Auto abzuhauen. Zigaretten. Sessel. Hier der ganze? Federhose, Sessel. Ein Minisessel für eine Katze oder so. Federhose, Steuerrad. Eine Hose, ja. Jetzt wollen wir nur noch Feder und Steuerrad. Hier ist das Steuerrad, glaube ich. Jetzt brauchen wir noch die Feder. Sprungfeder, Vogelfeder, was auch immer. Hier im Nest ist es schon mal nicht. Es ist an Orten, wo jetzt noch nicht so viel war, in solchen Ecken. Feder. Ja, da ist er. Sehr schön. Benzinkanister haben wir auch. Weiß aber immer noch nicht, wovon wir Benzin. Können wir jetzt einfach hier raus das Benzin klauen? Nee, die brauchen wir ja selbst. An der Tankstelle bestimmt Benzin abfüllen. Aber wie gesagt, uns fehlt was Öliges hierfür. Ah, wir haben dieses eine volle Ding noch. Das können wir mal benutzen, wenn wir eh in die Richtung gehen, um Benzin zu holen. Warum der auch immer nicht vollgetankt hat, der kleine Drecksack hier. So. Wir gehen jetzt also nochmal zur Kirche kurz. Machen dann Abstecher hin. So. Einmal in den Keller, bitte. So. Oh, das spricht irgendwie nicht schön zu werden. Anleitung. Drehe das Rad mit Hilfe der Zahlen, um unten das Passwort zu schreiben. Finde das Passwort. Setze das Passwort zurück. Drehe. Ah, okay, das ist so ähnlich wie das Rätsel, was wir da hatten. Aber wissen wir das? Hier muss es doch einen Hinweis geben. Wo denn? Das Passwort. Ja, das wissen wir anscheinend echt noch nicht. Oder ist das in unseren Beweisen irgendwo mit drin? Oh Gott. It's gone. Stolen. Hamilton? Der Drecksack. Interessant. Jemand hat den Dolch aus meinem Zimmer gestohlen. Wo ist der Dolch? Wer? Warum? War es Hamilton? Na, wahrscheinlich für das nächste Opfer, oder? Also nicht Hamilton dann, sondern der Priester.
Was war das hier? Nee, hilft nichts. Thomas Walker. Ich weiß ja nicht, wo das hin soll. Da hatten wir nichts so, oder? Keine Abbildung von diesem Ding. Verdammt. Muss uns ja irgendwie... Sagt sie hier irgendwo... Ist ja was irgendwie eingelassen oder so? Ich kann halt theoretisch schon einen Code benutzen. Aber das hilft mir ja nichts. Ich gebe jetzt mal irgendwas ein, damit sie vielleicht uns einen Tipp nochmal gibt. Mechanismus verlangt einen Code, doch welchen? Hier muss es doch einen Hinweis geben. Boah. Der sagt halt, wir sollen dahin. Theoretisch, also müssten wir den Hinweis ja schon haben. Aber woher? Also ich, klar, das kann was ergeben. Hier die Buchstaben und so. Also wie das an sich funktioniert, das Rätsel, weiß ich, aber finde das Passwort, das halt nicht. Hier hängt da nichts dazu. Da ist jetzt kein Wort dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, das macht Sinn, wisst ihr? Aber ich glaube, wir müssen das halt jetzt machen, um weiterzukommen. Das ist gerade mein kleines Dilemma. Denke ich nicht weit genug? Ist hier irgendwas? Was hatten wir denn da drauf? Das war ja auch irgendwas von dem... Nee, nicht vom Runencode. Hier ist nichts drauf. Das hilft uns nicht weiter. Asmodai, Asmodai. Asmodai ist es. Okay, Asmodai. Verdammt, wie komme ich denn jetzt auf das? Oh, ich hätte das andere M nehmen müssen, ne? Also nochmal. S, dann muss ich andersrum drehen. M. Das O kann ich nicht benutzen, weil das eine 1 braucht. Also war das auch das falsche M. Okay, das ist nervig. Vielleicht ist es auch das falsche AS, aber... Na, das falsche A kann es nicht sein. A. Ich kann ja mal das benutzen. So, 3, 4. Oh, dann bin ich wieder auf dem M. Nee, das war falsch. Ich muss auf das hier, auf das M kommen, irgendwie. Vielleicht muss ein anderes S nehmen. Ich muss das S nehmen. Ja. Ich glaube, ich hab's. Zumindest die ersten. Dann muss ich 3 zurück für das M. Oh, ich habe mich verklickt. A. S. Dann 4 nach vorne. M. 2 zurück. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck! Das war das falsche D. Ah! Das weiß ich natürlich schon gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ah! Nein! Hilfe! Ah!
Oh, ich bin so blöd, ich vergesse immer das Ding umzustellen. Ah. Es. So. Jetzt, es war nicht das O, aber das muss es ja. Aber das falsche D war es, oder? Asmo. Ich war bei dem D, aber ich muss auf das D, glaube ich. Aber 5 kommen wir nicht hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, es kommt drauf an, in welche Richtung ich drehe. D. Ich muss auf das hier, ne? Damit ich 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich muss 7 nach links. Oh, Asmodai, Gott sei Dank. So, das soll's gewesen sein, oder? Letzte Runenseite. Und noch so ein Horn-Ding. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt dieses Runen-Ding vollziehen. Hier sind alle drei Teile. Wo habe ich sie gesehen? An dem Stein auf dem Hügel. Die Zahlen könnten der Schlüssel sein, doch sie nützen mir erst, wenn ich diese Runen aktiviert habe. Okay. Dann gehen wir da doch mal hin. Hier über den Wald kam ich dahin, genau. Hier, dann einmal Putt-Putt-Bötchen. Hier hin zum Stein. Und jetzt können wir damit. Zahlen auf dem Zettel können der Schlüssel sein, ja. Ah, ich brauche hier erst alle Teile von. Okay, dann brauche ich jetzt einen Tipp, mein liebes Spiel. Dann brauche ich jetzt einen Tipp, weil jetzt weiß ich wirklich nicht, wo ich diese anderen dämonischen Teile finden soll. Gib mir einen Anhaltspunkt. Ich muss also nochmal zur Hütte gehen. Okay, wir schauen mal. War hier unten noch was? Und oben die Szene hat sich auch nicht wieder geöffnet. Ah, okay, das ist gut. Das ist gut. Da kommen wir jetzt dann vielleicht ein bisschen weiter. Uns fehlt zwar immer noch das Öl. Aber ein kleines Stückchen hilft es uns doch wieder. Hier darf ich auch nochmal wimmeln. Sehr schön. Hier war hier eine Ölkanne? Vielleicht doch nicht. Langsam, also es gab jetzt so viele Wimmel-Szenen, jetzt langsam bringe ich sie dann auch durcheinander. Lufterfrischer, hier muss doch irgendwo so ein, ja, wollte gerade sagen, so ein Tannenbaum sein. Maßband. Ein Maßband hier, direkt. Recycling-Schild. Ein Recycling-Schild. Kamera-Donut-Apfel. Fragezeichen. Freiheitsstatue, Tannenzapfen. Patronenfernglas. Apfel. Recycling-Schild. Apfel. Ah, hier. Und dann fehlt noch das Fragezeichen. Da steht mir auch direkt ein Fragezeichen auf die Stirn geschrieben. Es ist doch bestimmt wieder irgendwie hier eingelassen oder so. Das ist theoretisch ein Fragezeichen. Okay, das hätte ich dem Spiel tatsächlich zugetraut, aber hier ist es. Öl. Okay, jetzt kommen wir tatsächlich gut weiter. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir ein gutes Stückchen weiter. Können wir hier nochmal? Ich warte die ganze Zeit darauf, dass wir hier nochmal können, aber... Es soll nicht sein. Jetzt können wir hier sehr viel reparieren. Wir können zuerst die mal flott machen, dass wir den Baum aus dem Weg sehen können.
Sehr schön. Dann können wir jetzt das Rad abmontieren und ans andere dran machen. Ah, wir haben aber noch keinen, nicht zum Tanken mitgenommen. Das habe ich ganz vergessen. Müssen wir den zuerst hochmachen jetzt? So, und jetzt sollten wir hiermit das Rad abschrauben können. Sehr schön. So, dann gehen wir mal Benzin holen eben. Das hätte ich natürlich vorher machen können. Aber immerhin können wir dann jetzt auch schon den Ast umsägen. So. Hier rechts, glaube ich. Da haben wir es. Aus dem Weg. Dann gehen wir mal kurz hier wahrscheinlich auffüllen. Nicht? Ist der voll einfach schon? Vielleicht ist der einfach schon gefüllt. Ich hätte jetzt gedacht, weil hier halt eine Tanke ist, dass wir den vielleicht hier auffüllen müssen. Aber wahrscheinlich ist er dann einfach voll. Darf ja auch mal was einfach und leicht sein hier, selbst in Wimmelhausen. So, dann machen wir unsere Aufgabe mal fertig. Brauche ich einen Trichter für, oder? Nee. Sogar ohne Trichter, Leute, ey. Es ist unglaublich. Wunderbar. Muss ich den Wagenheber mitnehmen? Okay. So, zum Glück habe ich schon einige Reifen gewechselt in meinem Leben. Weiß genau, wie das funktioniert. Es sind zwar nur 3 und wir brauchen 4, aber die haben sich jetzt auf einmal multipliziert. Okay. Müssen auch nur 2 festdrehen. So macht man das immer, Leute. Jetzt können wir theoretisch losfahren, oder? Wir werden das Geheimnis einfach nie lösen. Wir werden jetzt einfach hier abhauen. Take the car, Kate, and drive the two of you away from Maple Creek as fast as you can. Don't stop until you reach the city. Then pull over and find a phone. Call the police and tell them who you are. Won't you come with us, detective? There's a serial killer on the loose here. I can't let him escape. Yay. Tell the police I said to send reinforcements pronto. Thank you, Detective. You've saved our lives. Detective, I found this in the church. I thought you might need it. Good luck. Dankeschön. Hasta la vista. Ein Chevrolet. Pretty sure I know what this is for. Just need to find the rest of them. Mm-hmm. The church? The chapel? Or the boathouse by the lake. They must be hidden somewhere there. Okay. Das ist gut zu wissen. Denn dann weiß ich jetzt, wo wir hingehen können. Wir probieren es mal hier bei der Kapelle. Nee, das hat sich nicht neu aufgetan. Dann gucken wir bei der Kirche nochmal. Oh, wie die Musik auf einmal verstummt ist. Ah, Moment. Hier die vielleicht nochmal? Nein. Gucken wir unten nochmal. Die können wir nochmal machen. Ja, das gute Aaronblatt jetzt dann endlich. Freimaurer-Emblem. Da ist nicht mehr viel von übrig. Das war aber auch ein anderes. Das bestimmt. Pflaume-Schädel-Schere. Linealmondläufer. Der Läufer. Stand der nicht hier? Linealmondläufer. Bleistifte. Hier war einer. Den habe ich vorhin schon gesehen. Ich habe mir schon gedacht, dass sie den noch wollen, die kleinen gemein. Pflaume, Mond, Lineal. Eine Pflaume. Like, what the fuck? Smaragd. Pflaume, Läufer, Lineal, Mond. Pflaume, Lineal, Mond. Pflaume und Mond. Also eine Pflaume. Wo kann die denn hier sein?
Hier vielleicht beim Grünzeug? Nein. Also, dass man einen Mond gut versteckt kriegt, das glaube ich, ja. Also, eine Pflaume sollte doch mit einer gewissen Auffälligkeit einhergehen. Tell me, Game. Okay, der Mond war gut. Ja, der Mond war sehr gut eingeblendet. Sehr, sehr gut. Props gehen raus. Vielleicht schaffe ich es, die Pflaume noch selbst zu finden. Sie sind halt alles kein... Oh mein Gott, doch, tatsächlich. Die lag bei den Kastanien. Oh mein Gott. Dämonisches Symbol, ja. So, und jetzt probieren wir es mal... Also im Bootshaus könnte es noch sein, aber es könnte natürlich hier unten auch noch sein. Ja, dachte ich mir doch. Krone, Sonne, Feder. Da ist ein Mond. Brauchen wir diesmal nicht. Ein Kelch. Kerzenlöscher, Regenschirm. Sonne, Krone, Kelch, Narzisse. Musiknote. Dreimal. Eine fehlt noch. Die ist bestimmt wieder pervers gemein versteckt. Hier ist auf jeden Fall so ein dämonisches Symbol. Krone, Sonne. Narzisse. Schriftrolle Morsecode. Okay, hier ist der Morsecode. Schriftrolle. Sonne, Krone, Kelch. Krone. Kelch. Jetzt Sonne, Musiknote, Regenschirm. Musiknote, sehr gut versteckt wieder. Regenschirm und Sonne. Regenschirm, den hatten wir hier. Und Sonne. Sehr gute Szene wieder. Dämonisches Symbol, damit haben wir sie alle. Und können unten in die Gruft hinein. Wahrscheinlich brauchen wir auch da irgendwo die Leiter dann. Moment. Leute, es spitzt sich langsam zu. Okay. Bei mir fasse ich die in der bestimmten Reihenfolge dann. Bislang ist noch keins angeblieben, oder? Ah, das ist leuchten geblieben. Okay. Das wird hart. Weil das ganz schön viele sind. Du leuchtest so, aber du bist es nicht. Vielleicht benutze ich einfach irgendwas hiervon. So, das war ja wunderbar schon da aufgeschrieben. Das heißt... Wir müssen ja nicht raten, wenn es auch so geht, ne? Huch. So. Da muss man ja nicht raten. So, das war das erste. Das zweite war das. Das dritte das. Das vierte das. Dann haben wir die 5. Die 6. Die 7. Die 8. Und die 9. Wunderbar. Da tut sich doch was. Okay. Dann mal rein ins Rabbit Hole.
In der Feuerschale liegt etwas Feuerholz. Klingt nach einer fabelhaften Idee. Ach, da ist er. I remember now. You've gone too far, Detective. You want to know what happened to them? Looks like you'll learn the hard way. Silenced it before I could drain my puppets and fully revive. My congratulations. I'm helpless. Is it true? Did you murder all those women? Why? Who are you? I did. But the who and why are of no consequence to you. You'd neither believe nor understand. It doesn't matter. You'll do no harm to anyone anymore. What's behind that door? You know perfectly well, Detective. But why not indulge your curiosity? Hm? Nö, ich möchte das Spiel lieber jetzt beenden. Ich bin nicht neugierig. Das Problem ist, er hat gesagt, das ist schlecht für uns beide. Momentan sieht es aus, als hätte ich gewonnen, aber wenn ich dahinter gehe, passiert doch irgendwas Schlimmes mit mir. Take a look around before your incompetent backup arrives. Nein. Backup is backup for a reason. Ganz schlechte Idee, glaube ich. Been lost on this altar of evil. I'll do whatever it takes to destroy it, if that means no one else is murdered here. Der Kopf, der sieht schon so ein bisschen schwach aus. Der gebrochene Hals trägt kaum das Gewicht des Kopfes des Dämons. Ah, warum habe ich das Gefühl, dass das eine ganz schlechte Idee ist? Naja, zu hoch. Hier wurden die Opfer ermordet. Auf dem Gemälde ist der Glockenschwengel hier abgebildet. Ja gut, aber den habe ich ja nicht mehr. Hä? Muss ich jetzt noch mal irgendwie zurück? Thank you, Detective. I knew you could solve it. Now, it's high time. I close this case. I've been waiting for this moment for 30 years. Wait. I know who you are and what he has done, but he must be brought to trial. No. You have no idea who he is. What he is. He must be stopped. Once and for all. I'll kill him right here, right now. He'll suffer the same fate as his victims. Then you'll be no better than him. Think of Emily. Is this what she would have you do? Don't you dare speak her name. You can't stop me, Detective. Okay. Are you just going to stand by and let him carve me up like a turkey? Ja, bitte. Eine so rostige Kette kann nicht allzu stabil sein. I've waited too long for this. He will die today. What are you doing? There will be no more murders here. Detective, are you all right? We set out as soon as we got the call. Detective, you're not looking so good. What on earth happened here? I need to debrief you as soon as possible. Detective, can you hear me? You've done well, Detective. Kate Burrows is here, safe in our custody.
Her boyfriend is recovering at the hospital, and Maple Creek is finally at peace. However, we could find neither hide nor hair of the criminal, and Hamilton disappeared into thin air, too. Uh-oh. Thank you again, Detective. I owe my life to you, but I'm afraid I'll never feel safe with the killer still on the loose. Trust me, Kate. He may have gone into hiding, but I haven't stopped hunting him. I never will. Der Drecksam macht einfach woanders weiter. Ich glaube, es hackt. Fortsetzung folgt. Ja, meine Lieben, das war Enigmatis, die Seelen von Mabel Creek. In der Sammleredition. Ich glaube, es gibt noch ein Bonuskapitel. Das heißt, das werden wir natürlich auch noch im Anschluss spielen. Fazit von mir, ich fand es sehr gut. Ich muss sagen, war ein ziemlich gutes Wimmelbildspiel. Ihr wisst ja, alles, was so in Richtung Detektivspiele geht, ist sowieso total meins. Und ich muss sagen, die Wimmelbild-Szenen waren extrem gut gemacht. Also klar, hier und da gab es jetzt mal wieder so einen Gegenstand, der nicht ganz übersetzt war oder der ein bisschen sehr hart versteckt war. Also ja, waren aber schon allgemein ziemlich gut. Also nicht wie man sonst hat, dass halt die Gegenstände, die hinzugefügt wurden, einem quasi ins Gesicht springen und man sofort alles anklickt und sich nicht mal unten durchlesen muss, dass überhaupt gesucht wird. Sondern es war schon gut gemacht. Da kann ich auf jeden Fall mein Lob aussprechen und deswegen stürzen wir uns natürlich auch in die anderen Teile der Serie. Ja, ich bin schon sehr gespannt drauf und freue mich natürlich, wenn ihr dann auch wieder Lust habt, weiterzuschauen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Macht's gut!